Vorwärts in die Vergangenheit, das war scheinbar das Motto des gestrigen Handelstages. Wir spielen mal das Jahr 2020 nochmal. Auch das könnte man als Motto des gestrigen Handelstags bezeichnen. Es ist das gestiegen, was im Grunde im Jahr 2020 so stark gestiegen ist, aber im Jahr 2021 stark gefallen ist. Solche Aktien wie Tesla, die FANG-Aktien, die haben gestern die Märkte mit nach oben gezogen. Ein gigantischer Short Squeeze, dazu gleich mehr. Aber diese Rallye ist ein bisschen verdächtig, denn wir sind eben jetzt im Jahr 2021 und nicht mehr im Jahr 2020. Hier haben sich eben die Dinge geändert und wir haben jetzt eine Gegenbewegung gesehen gegen diese Trends, die in 2021 der Fall waren und sind. Aber wir werden wahrscheinlich nur eine Echoblase gesehen haben, also so eine Reflexblase aus dem Jahr 2020. Das übergeordnete Bild dürfte sich nicht ändern. Warum ist das so? Weil eben die Story am Anleihemarkt spielt und da spricht vieles für weiter steigende Renditen. Und das wäre dann ein Problem für die Tech-Werte mittelfristig. Wir können durchaus kurzfristig diesen Short Squeeze noch weiter sehen, dass also die Erholung des Nasdaq noch weitergeht, der Tech-Werte noch weitergeht, aber übergeordnet werden die Schwierigkeiten haben. Warum will ich Ihnen in folgenden Dingen zeigen, in folgenden Grafiken zeigen? Zunächst mal, wir sehen der Dow Jones, der ja viel besser gelaufen ist als der Nasdaq, nur 0,1%, Nasdaq 104,03%, der S&P 500 1,42%, also der Nasdaq war mit Abstand der klare Gewinner. Hier sehen wir mal die einzelnen Sektoren, Information Technology 3,4%, Consumer Discretionary 3,8%, auch da sind ja einige Lieblinge aus dem Jahr 2020 drin, dagegen Energy, bisher der Star in 2021, minus 1,9%. Und wenn wir uns mal den S&P 500 anschauen, dann sehen wir, hier sind wir wieder mal an diese Marke von 3.900 Punkten rangelaufen. Dazu gleich mehr potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wenn jetzt aber die rechte Schulter negiert würde, also der Kurs nachhaltig über diese 3.900er Marke steigt, die für mich das entscheidende Niveau ist, um das es geht, da sind wir gestern rangelaufen, gescheitert, dann wieder runter in Richtung 3.860, das ist so diese Zone, in der wir uns bewegen. Aber verdächtig ist, dass wir zum Beispiel vorgestern die Situation haben, da war der S&P 500 ein halbes Prozent im Minus, aber es gab ein positives Advanced Decline Reading, also es sind mehr Aktien gestiegen als gefallen, nämlich 177 mehr gestiegen als gefallen, während wir gestern den S&P 500 mit 1,42% im Plus sehen, aber es sind etwas mehr Aktien gefallen als gestiegen. Das ist also hier in Sachen Marktbreite jetzt nicht besonders toll, nicht besonders überzeugend. Übrigens vor einem Jahr, gestern vor einem Jahr, 9. März, da war der S&P nach Handelsbeginn mal eben saftige 7% im Minus. Es hat dann gedauert bis 23. März, bis das Tief erreicht war. Also gestern sind wir deutlich gestiegen, vor einem Jahr am selben Tag sind wir deutlich gefallen. Und hier nochmal diese 3.900er Marke. Die ist Unterstützung, wenn man von oben kommt. Die ist Widerstand, wenn man von unten kommt. Jetzt sind wir wieder an diese Marke rangelaufen. Hier ein Chart von Sven Hendrik, wo Sie sehen, wie oft diese Marke neuralgisch war, wie oft das ein wichtiger Punkt war. Und das ist jetzt erstmal das Nonplusultra für die Märkte. Wenn wir uns mal den Nasdaq anhand des Triple Q ETFs hier anschauen, dann sehen wir ja, wir sind jetzt im Grunde, haben wir nichts anderes gemacht, als eine Schulterkopf-Schulter Formation auszubilden. Wir sind unter die Nackenlinie gebrochen. Gestern sind wir an diese Nackenlinie herangelaufen, sind aber noch nicht so wirklich drüber gekommen. Das ist genau der Punkt, der hier der Fall ist. Das sieht charttechnisch schon deutlich schlechter aus. Eben noch eine Schulterkopf-Schulter-Formation. Und all das kommt nicht aus dem Nichts, sondern ist ein gigantischer Short Squeeze. In der letzten Woche hat der Zero Hedge schon getitelt. Wir haben eine Mega-Short-Positionierung von Hedge Funds. Das könnte zu einer Entladung nach oben führen dann, wenn eben die Short-Positionierung so hoch ist und wir sehen, was passiert ist. Wir haben gestern die Most Shorted Stocks sind massiv nach oben gesprungen und wir hatten eben auch eine Überverkauftheit beim Nasdaq. Wir sehen hier den 14-tägigen relative Stärkeindex, also 14-tägiger RSI, der war so
depressed zum S&P 500 wie seit dem Jahr 1990 nicht mehr. Insofern ist diese massive Rallye eben auch aus einer technischen Gegenbewegung heraus erklärbar. Und hier sehen wir nochmal zum Beispiel das Short Interest im Triple Q, also in diesem Nasdaq ETF, der höchste Stand seit dem Februar 2018 hoch. Also das hat viele auf dem falschen Fuß erwischt. Die Märkte gehen derzeit den Weg des größten Schmerzes, und der größte Schmerz war eben jetzt ein Anstieg vor allem derjenigen Werte, die in 2021 schlecht gelaufen sind. Aber der Schmerz wird weitergehen, das ist eben der Punkt, und der wird jetzt dann wahrscheinlich ein paar Euphoriker auch wieder aus dem Markt spülen. Hier schon wieder so die Tesla-Bullen, die sagen, jetzt wird alles gut, nachdem die Aktie 20% gestiegen ist. Und da sind einige Zweifel erlaubt. Apropos Tesla, hier sehen wir das, 20% im Plus. Unglaublich, nachdem die Aktie aber eben mindestens 3,5% hat, verloren hat an jedem Handelstag in den letzten 5 Handelstagen. Also auch schlichtweg überverkauft war. Und wir sehen, dass allein dieser gestrige Anstieg die Marktgewichtung im S&P 500 von Tesla um 0,25% erhöht hat. Gut 0,25%. All das ausgelöst durch fallende Renditen. Auch hier eine extreme Short-Positionierung in den Anleihen. Man wettet also auf steigende Renditen, auf fallende Kurse und steigende Renditen bei den Anleihen. Und das war ein bisschen Fülle. Und dann gab es sozusagen gestern einen Short-Squeeze. Das ist also sozusagen genau das Gegenteil, was eigentlich der Trend in 2021 war. Wir sehen, dass Öl gefallen ist, wir sehen, dass Gold gestiegen ist, dass dieser Reflationstrade also so ein bisschen an Sexiness verloren hat und jetzt eben dann aufgrund dieser Überverkauftheit jene Werte aus dem Jahr 2020, die Stars aus 2020 sehr, sehr gut gelaufen sind. Aber ist das nachhaltig? Ich habe da meine groben Zweifel. Und heute haben wir wichtige Daten. Es kommt zunächst mal um 14.30 Uhr die Verbraucherpreise aus dem Februar. Jetzt muss man wissen, Februar hat es ja noch nicht geknallt in 2020, sondern erst im März. Das heißt, die Bezugsgröße zum letzten Februar, auf die sehr geachtet wird, die dürfte nicht so wahnsinnig schlimm sein. 1,7% dürfte der Anstieg der Inflation sein. Inflation ist ja das entscheidende Ding derzeit, respektive die Erwartung der Inflation und dann eben die Reaktion der Renditen darauf. Unten sehen wir mal den Dollarindex, der Dollar gestern auch ein bisschen schwächer geworden, nachdem er in 2021 aber insgesamt stärker geworden ist. Wir sehen nach wie vor hohe Short-Positionierung im US-Dollar. Da ist also auch noch viel Schmerz abzuholen, und ich gehe davon aus, dass dieser Schmerz abgeholt werden wird. Und noch wichtiger als die Daten heute um 14.30 Uhr sind die Daten um 19 Uhr zu der Auktion der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Wir erinnern uns, diese ganze Panik bei den Renditen ist eingetreten, als eine extrem miserable Auktion 7-jähriger US-Staatsanleihen der Fall war. Da gingen die Renditen nach oben. Jetzt die 10-jährige, das ist das große Ding. Das ist viel wichtiger als gestern diese 3-jährige US-Staatsanleihe, die hier emissioniert wurde und ordentliche Nachfrage hatte, das hatte die Märkte, die Aktienmärkte dann auch ein bisschen beruhigt, die Rendite weiter dann auf dem Rückzug, aber so richtig runter geht es ja nicht mit der Rendite, dass wir jetzt wirklich einen deutlichen Abverkauf da sehen. Und wir sehen also hier ordentliche 3-jährige Auktion, aber die 10-jährige heute um 19 Uhr ist deutlich wichtiger. Das wird das Hauptereignis sein, könnte man sagen, am heutigen Tag. Das wird auch die Boomer beschäftigen. Hier, die gucken, die Generation Z, wie sie auf die 10-jährige Rendite starten. Hier eine, wie ich finde, schöne Grafik. Und wir haben nach wie vor eben, und das ist der Grund, warum ich so ein bisschen skeptisch bin, übergeordnet, mittelfristig. Wie gesagt, kurzfristig kann da noch was passieren. Da gibt es ja so ein paar Spezies auf YouTube, die dann immer sagen, ja, aber jetzt ist ja das halbes Prozent wieder gestiegen. Das widerspricht nicht dem, was ich sage, sondern wir haben ja hier eine übergeordnete Perspektive, und wir haben nach wie vor das Biggest Yield GDP Gap, das heißt das größte Gap, die größte Lücke zwischen den noch sehr niedrigen Anleiherenditen und der BIP-Erwartung seit 1966. Und ähnlich sieht das auch Jeff Gundlach, der gestern eine Präsentation wieder gemacht hat von Double Line, der sagt, ich vergleiche das mal mit dem Copper-Gold-Modell, also Kupfer-Gold, und dementsprechend müsste die Rendite für die 10-jährige Staatsanleihe eigentlich so jetzt bei 3% stehen, wir stehen aber bei 1,5 und ein paar zerquetschten, also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Jetzt kommt dazu, gestern ja schon eine Anleiheaktion, heute eine Anleiheaktion, es wird diese Woche dann noch eine geben, eine langlaufenden Anleihe, also die Amerikaner bringen wahnsinnig viel Anleihen auf den Markt, das heißt, das Angebot an Anleihen ist
immens und das muss irgendwer kaufen, wenn ständig da ein neues Futter kommt. Dann muss auch jemand fressen und die Fed hat jetzt schon ja die Anleihekäufe nach oben geschraubt, um eben dieses auch steigende Volumen aufnehmen zu können. Aber es ist eben so, wenn viel Angebot ist, dann sinken normal die Preise und steigen die Renditen. Das ist das Thema und jetzt sagt die Bank of America, ja, die Fed wird nichts machen erstmal, um diese Renditen, diesen Renditeanstieg zu stoppen, also keine Operation Twist und schon gar keine Yield Curve Control, denn es sei so, dass solange die Finanzkonditionen nicht extrem sind, also zum Beispiel die Spreads sehr stark sich ausweiten für High-Yield-Bonds etc., was bisher noch nicht der Fall ist, solange also die Financial Conditions nicht wirklich negativ sind, sondern sehr lax bleiben, wird die Fed nicht agieren. Und das kann bedeuten, dass wir so 2 bis 2,5% in der 10-jährigen US-Staatsanleihe sehen. Ähnliches Muster wie 1987, damals die Fed auch nichts gemacht gegen steigende Renditen. Und das war dann der Vorläufer zu dem Abverkauf im Oktober 1987. An den Aktienmärkten. Wir haben heute Inflationsdaten auch aus China bekommen. Produzentenpreise höher als erwartet, 1,7% gestiegen. Und auch die Verbraucherpreise etwas höher. Der chinesische Aktienmarkt ist derzeit nicht mehr so toll. Ist ja super gelaufen bis Mitte Februar und jetzt geht es nach unten. Wir haben immer wieder Rückgänge von 2%, die wir hier sehen. Also diese sexy Story, China ist jetzt erstmal vorbei. Und wir sehen heute, und das wird auch noch wichtig, wahrscheinlich die Abstimmung im US-Abgeordnetenhaus über dieses 1,9 Stimulus-Programm. Und wir sehen, dass der erste Stimulus-Scheck, die First Stimulus Payments, die haben noch eine riesige Auswirkung gehabt, wie wir hier aus Kreditkartendaten von JP Morgan sehen. Da ist der Konsum dann nach oben gegangen. Beim zweiten Mal war das nochmal ein kurzer Peak nach oben und dann ging es wieder nach unten. Praktisch kaum mehr ein Effekt. Die Frage ist, was wird dann mit der dritten Stimuluszahlung passieren? Wird das einen Effekt wirklich auf den Konsum haben oder werden die Leute ihre Schulden bezahlen? Die haben ja teilweise schon vorauskonsumiert, um dann letztendlich vielleicht im Nachhinein in Erwartung des Schecks eben diese Gelder dann wieder in die Schuldentilgung zu stecken. Wir werden sehen. Und abschließend hier, die Bundesregierung stoppt die Corona-Hilfen, weil hier Betrüger am Start sind. Das wird wieder mal viele freuen, die eben von diesen Corona-Hilfen, Selbstständige, von diesen Corona-Hilfen abhängig sind. Aber es ist ein weiteres Ruhmesblatt der deutschen Regierung. Jetzt in der zweiten Corona-Welle, in der ersten Corona-Welle war das ja alles noch sehr anständig, aber das ist natürlich jetzt in der zweiten Corona-Welle jetzt nicht mehr so toll, alles was da passiert. Da zeigt sich, dass die Regierung möglicherweise doch irgendwie mental schon ein bisschen am Ende ist, bevor dann die Neuwahlen in diesem Jahr in Deutschland stattfinden werden. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute wichtig die Auktion der 10-jährigen Anleihen, 19 Uhr, 14.30 die Verbraucherpreise bei finanzmarktwelt.de. Werden Sie das sehen und wir haben eben jetzt nach wie vor den Fokus auf die Renditen. Das dürfte das zentrale Thema bleiben. Diese Renditen dürften übergeordnet weiter steigen. Das bedeutet, dass diese gestrige Rallye, die sehr gute Gründe hatte, Überverkauftheit, Short-Positionierung etc., dass die nicht nachhaltig sein wird, dass wir also keine Trendwende gesehen haben, sondern maximal eine Gegenbewegung. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.